war einmal eine Zeit, da war Europa noch reich und glücklich. Damals gab es in den Stahlkammern der Bank von England mehr Gold als in der ganzen übrigen Welt zusammen. Sicher wie die Bank von England, hieß es im Volksmund. Hier ist sie, Mr. Montpellier. Ich hoffe, dass Sie nicht enttäuscht sind über Ihr prosaisches Aussehen. Ganz im Gegenteil. Sie ist für mich die schönste Poesie. Mir aus der Seele gesprochen. Gestatte mal, Oliver. Sieht echt aus, fühlt sich echt an und ist auch echt. Davon gibt es nur zwei auf der ganzen Welt. Die andere wurde ausgegeben für eine Auslandsanleihe. Ja, wir haben davon gehört. Das brachte uns ja auf die Idee. Auf welche Idee? Sie finden es doch gewiss sehr seltsam, dass wir uns so eine enorme Summe geben lassen in Form von nur einer einzigen Banknote. Ich gebe zu, es ist etwas ungewöhnlich. Sie brauchen sie sicher für eine Vermögensregelung. So kann man es auch nennen, nicht wahr, Roderick? Sollen wir es Mr. Garrett erzählen? Du lässt mir kaum eine andere Wahl. Schauen Sie, Mr. Garrett, mein Bruder und ich, wir brauchen dieses hübsche, erlesene und fast einmalige, kleine Stückchen Papier für eine Wette. Eine Wette? Ha? Sagten Sie eine Wette? Für eine bedeutsame Wette. Sie setzen mich in Erstaunen, meine Herren. Ich bin erstaunt über den Verwendungszweck dieser kostbaren Note. Und ich bin bestürzt darüber, dass Sie sie ein Stück Papier nennen. Haben Sie denn ganz und gar vergessen, wie der Text auf dieser Note lautet? Dem Vorzeiger dieser Banknote zahlen wir auf Verlangen die Summe von 1 Million Pfund. Das Konsulat ist nicht in der Lage, unbemittelte Amerikaner in London zu unterstützen. Da haben wir die Bescherung. Sie waren doch meine letzte Hoffnung. Das bedeutet nicht, dass wir Ihnen nicht helfen wollen. Sie könnten auf einem Frachter zurückfahren, wenn Sie Ihre Heimreise abarbeiten wollen. Gibt's denn keine Möglichkeit, hier Arbeit zu finden? Gut, ich kann ja mal rumhören, wenn Sie in 14 Tagen wiederkommen wollen. 14 Tage ist eine lange Zeit, nicht wahr? Ich brauchte nur etwas Geld, das Notwendigste für die nächsten Tage, dann suche ich mir selber Arbeit. Vielleicht geben wir Ihnen ein kleines Darlehen, wenn Sie die Rückzahlung garantieren. Können Sie uns irgendwelche Sicherheiten geben? Na, ich habe einen Kopf auf meinen Schultern und ein paar kräftige Hände. Und ich bin ein ehrlicher Mensch. Ist das keine Sicherheit? Nein, leider nicht. Tut mir leid. Solche Sicherheiten werden uns jeden Tag ein paar hundert Mal angeboten. Wenn die uns genügen sollten, können wir uns nicht mehr retten. Ich könnte mich ja jeden Tag hier bei Ihnen zurückmelden. Tut mir leid, das können wir nicht machen. Aber für einen Schilling können Sie Mitglied der englisch-amerikanischen Gesellschaft werden. Da gibt es sehr viel einflussreiche Leute, die Ihnen helfen könnten. Na ja, es ist wohl am besten. Ich versuche mir selber zu helfen. Bitte schön, ganz wie Sie wollen. Wenn Sie kein Glück haben, kommen Sie noch mal wieder. Ja, vielen Dank. Kann ich auch einen haben? Natürlich. Ach, schade. Alles, alle. Danke. Frische Waffeln, Waffeln, frische Waffeln, Waffeln, frische Waffeln, 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 frische Waffeln. Junger Mann, würden Sie wohl einen Augenblick zu uns heraufkommen? Wer, meinen Sie mich? Ja, Sie. Hier durch die Tür, gleich links von Ihnen. Danke. Guten Tag, mein Herr. Wollen Sie bitte eintreten? Darf ich mir erlauben, Sie zu führen, mein Herr?
wie befohlen, Sir. Danke, James. Sie können gehen. Sehr erfreut, Mr. Adams. Henry Adams. Kommen Sie. Nehmen Sie Platz, Mr. Adams. Danke. Sie sind Amerikaner, Mr. Adams? Ganz recht, aus Neuengland. Aha. Kennen Sie London gut? Nein, gar nicht. Ich bin zum ersten Mal hier. Mr. Adams, würden Sie uns wohl erlauben, einige Fragen an Sie zu richten? Bitte schön. Darf ich fragen, womit Sie hier beschäftigt sind? Und was für Pläne Sie haben? Eins nach dem anderen, Oliver. Tja, Pläne habe ich im Augenblick keine. Ich versuche, Arbeit zu finden. Wissen Sie, ich bin nämlich nur zufällig in England, durch ein Malheur. Wie ist das gekommen? Sehen Sie, ich habe zu Hause meine eigene kleine Jolle. Es war nur ein kleines Boot, aber es hat mir viel Freude gemacht. Na, und also vor 4 Wochen an einem Sonnabend, da segle ich raus aus der Bucht und... Na und? Weiter! Wo war ich? Sie wollten gerade aus der Bucht segeln. Ach ja. Also, in der Dämmerung gerate ich plötzlich in einen ziemlichen Orkan. Ich tat das Einzige, was ich tun konnte. Ich ließ mich treiben, die ganze Nacht. Ich hatte mich schon fast verloren gegeben, aber im letzten Augenblick wurde ich gerettet. Aufgefischt von einer Brigg. Und diese Brigg brachte Sie nach England? Ganz recht. Für die Überfahrt musste ich arbeiten als Matrose ohne Heuer. Deshalb sieht mein Anzug auch ein bisschen erholungsbedürftig aus. Das ist hier bestimmt kein Nachteil. Im Gegenteil, ein Vorteil. Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht ganz. Sagen Sie, Mr. Adams, womit haben Sie sich eigentlich bisher ernährt? Ich war beschäftigt auf einer Schiffswerft. Darf ich annehmen, die Herren haben vielleicht irgendwo für mich eine passende Arbeit? Geduld, Mr. Adams, nur Geduld. Erlauben Sie mir die indiskrete Frage. Haben Sie Geld? Um die Wahrheit zu sagen, ich habe nicht einen Pfennig. Welch ein Glück, Robert, welch ein Glück! Na ja, mag sein. Für Sie vielleicht. Aber ich kann auf so ein Glück verzichten. Und wenn das etwa ein Witz sein sollte, dann finde ich es gar nicht komisch. Entschuldigen Sie mich bitte, ich möchte jetzt gehen. Ach nein, bleiben Sie, Mr. Adams. Halten Sie uns bitte nicht für hartherzig. Mein Bruder war nur etwas taktlos. Oliver, gib ihm das Kuvert. Denk mal, mir war eben gerade dasselbe eingefallen. Das Kuvert. Das Kuvert. Für mich? Für Sie. Oh, noch nicht aufmachen. Sie dürfen es erst öffnen, sagen wir, um 2 Uhr. Keinen Augenblick früher. Das ist doch wohl ein Scherz. Das ist gar kein Scherz. Da ist Geld drin. Ach so. Nein, seien Sie nicht böse. Ich will keine Almosen. Ich suche nur eine ehrliche Arbeit. Und wenn Sie keine für mich haben... Wir schätzen Ihre Ehrlichkeit, Mr. Adams. Deshalb geben wir Ihnen ja das Kuvert. James, führen Sie Mr. Adams hinaus. Viel Glück, Mr. Adams. Aber warum darf ich denn nicht erfahren, was das alles bedeutet? Sie werden es schon erfahren. Um 2 Uhr, Mr. Adams. Also in genau 1 Stunde und 10 Minuten. In 1 Stunde, 10 Minuten? Darf ich bitten, Sir? Mr. Adams? Nicht öffnen vor 2 Uhr. Ehrenwort? Ehrenwort. Auf Wiedersehen. Ehrlich, intelligent, ist fremd in London. Und ohne einen Pfennig für ein Stück Brot zu haben. Wunderbar. Der Tisch ist reserviert. Darf ich bitten? Bedienen Sie den Herrn. Ich möchte Eier mit Schinken und dann ein prima Steak, zart und saftig, möglichst groß und mit allem drum und dran. Das kostet aber einen Batzen. Das weiß ich. Und ein großes, freundliches Maß Bier.
Dasselbe nochmal, bitte. Nochmal? Ganz recht. Und eine neue Füllung. Ist Ihnen nicht gut? Doch. Doch, Sir. Der will nochmal dasselbe haben. Beefsteak und alles. Glaubst du, er kann bezahlen? Wir müssen es riskieren. In Ordnung, gut. Aber nehmen Sie ein möglichst zähes Stück. Zweimal Eier mit Schinken, zwei Steaks, Nachtisch, Kaffee, Käse, zwei große Bier, macht zusammen 2,85. Würden Sie wohl einen Moment warten? Was gibt's da groß zu warten? Moment mal. Das hat großartig geschmeckt. Wissen Sie, man macht sich keinen Begriff, wie man sich freuen kann über die einfachsten Dinge. Man muss sie nur mal nicht gehabt haben eine Zeit lang. Sehr interessant. Und wenn Sie nur noch zahlen, kann ich mich wieder um meine anderen Gäste kümmern. Ihre Uhr da, geht die richtig? Die geht etwas vor. Ach, die geht vor. Wie viel? 2 Minuten. Oh, danke. Ich möchte nicht gern unhöflich werden. Aber darf ich jetzt bitten, sofort zu zahlen? Ja, das will ich ja, aber sehen Sie... Die Rechnung, mein Herr. Ja, ich weiß ja sofort. Wenn ich bitten darf. Na ja... Ich nehme an, dass die paar Minuten wohl nichts ausmachen werden. Es tut mir furchtbar leid, aber ich hab's nicht kleiner im Augenblick. Moment mal. Martha, sieh mal. Glaubst du, die ist echt? Frag Mr. Clement. Mr. Clement. Was ist? Wollen Sie bitte mal sehen? Ist die echt, Mr. Clement? Ich weiß, dass die Bank davon 2 Exemplare ausgegeben hat. Ich glaube, es ist keine Fälschung. Warum nicht? Eine Banknote in der Höhe ist viel zu auffällig. Kein Fälscher lässt sich darauf ein. Aber der Mann ist völlig abgerissen. Sehen Sie doch, wie der aussieht. Och, vielleicht irgendein exzentrischer Millionär. Ein exzentrischer Millionär? Und so einen Mann behandelst du wie einen Schnorrer? Geh sofort und kümmere dich um ihn. Ich bedauere, mein Herr, aber ich kann leider nicht wechseln. Schade, ich habe kein Kleingeld. Ach, machen Sie sich deshalb doch keine Sorgen. Das macht gar nichts aus, aber auch gar nichts. Wir sind überglücklich, dass Sie es nicht verschmähen, unser kleines Restaurant zu inhibieren. Möge es Ihnen gefallen, immer wieder zu kommen, wenn Sie ein lauschiges Plätzchen suchen. Ach, das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bitte Sie, es ist freundlich von Ihnen. Kommen Sie jederzeit, essen und trinken Sie nach Herzenslust. Mit der Ehre Ihrer Anwesenheit sind wir mehr als bezahlt. Ich werde vielleicht so bald nicht wiederkommen können. Ach, es wäre doch eine Schande für mich, einem Herrn nicht zu trauen, der so reich ist wie Sie. Selbst wenn er seinen Reichtum in hochwohlgeborene Lumpen hüllt. Und was die Rechnung betrifft, so reden wir nicht davon. Sie ist überhaupt nicht von Bedeutung, aber auch schon gar nicht. Haben Sie vielen Dank, Herr Wirt. Sehr freundlich von Ihnen. Oh, ich möchte Ihnen danken. Von ganzem Herzen. Ich bin Ihr untertänigster Diener. Was sagt man dazu? Gut sieht aus. Sie macht keiner was hoch. Millionär.
Wünschen Sie etwas, Sir? Sie wissen doch, wer ich bin. Ja, Sir. Ich muss dringend mit Ihren Herren sprechen. Sofort. Sie sind fort, Sir. Fort? Jawohl, verreist, Sir. Aber vor einer Stunde waren Sie doch noch da. Sie sind in einem Monat wieder zurück. In einem Monat von heute an. Ich kann doch unmöglich glauben, dass Sie... Inliegende Banknote leihen wir Ihnen für einen Monat. Wenn Sie sie nach Ablauf dieser Zeit unversehrt zurückgeben, dann werden wir Ihnen eine geeignete Stellung verschaffen. Wissen Sie, warum das alles? Es handelt sich um eine Wette. Donnerstag zum Tee. Auf Wiedersehen. Oh, fällt so ein dummes Schmutzpapierchen meiner kleinen Süßen direkt aufs Gesicht. Nicht wegwerfen! Festhalten! Verzeihung! Ringt ein die Heilsarmee! Die Heilsarmee ruft euch! Der General spricht persönlich. Rettet die Seelen der Armen. Ah! Anzug. Haben Sie wohl einen von der Stange? Gehen Sie mal zu dem da. Ich möchte einen Anzug, bitte. Einen, den ich gleich mitnehmen kann. Konfektionskleidung? Hm? Unten im Keller. Ah, danke. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Haben Sie vielleicht einen fertigen Anzug für mich? Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Darf ich bitten? Vielleicht haben Sie einen, der bestellt und nicht abgeholt worden ist.
Das dürfte bei uns kaum vorkommen. So, hier ist schon was Passendes für Sie. Teddy soll ihn schnell bedienen und dann verschwinden durch die Hintertür. Jawohl. Wird denn sowas heutzutage hier getragen? Tja, es ist der letzte Schrei. Probieren Sie die Hosen. Mr. Reed sagt, Sie sollen ihn möglichst schnell durch die Hintertür abschieben. Keine Angst, ich habe selbst Augen im Kopf. Tja, es ist ein bisschen sehr schreiend, nicht? Tja, aber unter den gegebenen Umständen das einzig Passende für Sie. Na schön, ich werde ihn nehmen. Für den Augenblick genügt er, ja. Gut, soll ich ihn einpacken? Nein, ich behalte ihn an. Ach, wenn es Ihnen recht ist, möchte ich nicht gleich bezahlen, sondern lieber erst, sagen wir, in 4 Wochen. Wissen Sie, ich habe nämlich zufällig kein kleines Geld. Na, was denn? Vornehme Herren wie Sie haben natürlich nur großes Geld. Ich gebe Ihnen den guten Rat, die Leute nicht nach ihren Kleidern zu beurteilen. Ich will Sie ja nur nicht in Verlegenheit bringen durch einen großen Schein. Danke, aber wie kommen Sie auf die Vermutung, dass wir einen größeren Schein nicht wechseln können? Unbesorgt, wir können es. So. Na, großartig. Dann ist es kein Problem. Was gibt's denn? Was ist los? Ich warte nur auf mein Wechselgeld. Na, kommen Sie, geben Sie ihm doch sein Wechselgeld. Soll ich das wechseln, Sir? Natürlich. Oh, das ist doch... den habe ich doch schon irgendwo abgebildet gesehen. Oder war es anderswo? Ich dachte noch, ob es mir je beschieden sein würde, eine so kostbare Note in der Hand zu halten. Welcher Teufel hat sich geritten, den Herrn in der Konfektionsabteilung zu bedienen? Als ob wir nie mit Millionären zu tun gehabt hätten. Ziehen Sie um Gottes Willen das Jackett aus, Sir. Sonst träume ich noch davon. Rufen Sie Jack, Arthur und William. Erlauben Sie, Sir. Darf ich bitten, Sir? Der Sitz ist tadellos. Der Anzug war eigentlich für den Großfürsten Nikolai. Er hatte genau dieselbe Figur. Ärmel 1 Zoll kürzer. Ärmel 1 Zoll kürzer. Die Krawatten, Mr. Reed? Die neuen von Macclesfield, habe ich gesagt. Ja, jawohl. Gleich morgen früh werden wir anfangen, für Sie zu arbeiten. Sie brauchen eine Gehrock, einen Frack, etwas für die Oper und vor allen Dingen... Im Moment, so viele Anzüge will ich ja gar nicht. Ich brauche doch bloß einen. Die Westen, Mr. Reed. Danke. 35? 35. Mit einem Anzug kommen Sie doch nicht durch die Saison. 30 Anzüge sind wirklich das Mindeste. Lord Reddington meint sogar 48. Linke Schulter heben. Aber ich kann nicht so viel bestellen. Sie müssten ja auf Ihr Geld. Wer weiß, wie lange warten. Damit können Sie uns nicht erschrecken. Wir warten bis zum jüngsten Tag, Mr. Adams. Die Morgenröcke, Mr. Reed. Ja, danke. Vorne etwas kürzer. Vorne etwas kürzer. Wie wäre es mit einem Radfahrerkostüm? Radfahren ist heute sehr modern. Und dann ein Anzug zum Rennen. Ich mache mir nichts aus Radfahren. Und rennen werde ich auch nicht. Segeln, das ist mein Sport. Ah, Segeln ist der Sport der Könige. Ein sehr angenehmer Sport für eine Persönlichkeit wie Sie. Rennen ist doch der Sport der Könige. Segeln aber auch. Taille etwas enger. Taille etwas enger. Notieren Sie, Arthur, einen Bordanzug. Einen Bordanzug. Gamaschen, Mr. Reed. Ja, danke. Links ein Ideechen heben. Links ein Ideechen heben. Es ist der Stolz meines Hauses, Männer von Bedeutung für alle Gelegenheiten passend zu kleiden. Jedes Versäumnis hierin wäre ärgerlich für Sie und beschämend für mich. Die neuen Krawatten, Mr. Reed. Dieser Anzug ist morgen früh fertig. Na, fein. Inzwischen werde ich den mal wieder anziehen. Gott, wie unangenehm. Aber ich glaube, es bleibt uns für jetzt wohl nichts weiter übrig. Ihre Adresse, Mr. Adams. Ach, ich habe keine Adresse. Ich wollte gerade umziehen. Dann rate ich Ihnen abzusteigen in Bumbles. Was ist Bumbles? Das Richtige für Sie. Vornehm, ruhig und ungemein diskret. Und der Direktor dort, das ist ein Vetter von mir. Ich rate Ihnen gut. Wirklich? 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 Ich danke dir vielmals, Reed. Ich bin dir sehr verbunden. Ist noch ein Appartement in der Belletage frei? Nein, Herr Direktor. Williams? Herr Direktor? Rufen Sie das Empfangspersonal und die Pagen von beiden Eingängen. Jawohl. Ach, die Fürstenzimmer. Wann hat eigentlich der Herzog von Forgne zuletzt gezahlt?
Vor 6 Monaten. Dann muss er umziehen. Jawohl. Bereiten Sie sofort alles vor. Schicken Sie frische Blumen drauf. Nelken und Rosen. Ich gebe jetzt einige Anordnungen, die ich peinlichst befolgt wissen möchte. Ich erwarte in jedem Augenblick einen Mr. Henry Adams. Er ist etwas sonderbar gekleidet, müssen Sie wissen. Nicht so wie sonst unsere Gäste. Aber ich wünsche, dass er trotzdem behandelt wird, als wäre er so korrekt angezogen wie der Prince of Wales. Er wird empfangen mit größter Zuvorkommenheit und Diskretion, entsprechend dem Ruf unseres Hauses. Er ist nämlich ein amerikanischer Millionär. Und melden Sie mir sofort, wenn er kommt. Darf ich versichern, dass wir nur euer durchlaucht Wohlbefinden im Auge haben. Sie wären in den neuen Räumen nachts bedeutend ungestört. Solange ich hier wohne, bin ich nachts noch nie gestört worden. Manchmal habe ich das sogar bedauert. Ich gebe Ihnen dafür das Lieblingszimmer von Lord Howard of Howard. Nie gehört von ihm. Hier gefällt es mir und hier bleibe ich auch. Was soll denn das bedeuten? Los, raus hier, verschwindet! Schnell, schnell! Weitermachen. Ich versichere durchlaucht, es ist nur vorübergehend. Hängen Sie sich vorübergehend auf! Selbstverständlich überheben wir Sie der Mühe des Kofferpackens. Eine Unverschämtheit! Nur mal raus damit! Was soll das alles bedeuten? Wenn euer Durchlaucht diesen Umzug von allen Seiten beleuchten würden, so würden gewisse Vorzüge ganz sicher ins Auge springen. Damit verbindet sich natürlich auch ein kleiner Preisnachlass. Ein Preisnachlass? Das wird sich auch so gehören. Kommt die mit, wenn ich umziehe? Da wenden Sie sich wohl besser an die Hausdame. Zufällig wohnen euer Durchlaucht neben den Räumen der Stubenmädchen. Sie können dann viel ungestörter ihren musikalischen Neigungen nachgehen. So, so. Aber jetzt sagen Sie mir gefälligst die Wahrheit. Wer bekommt die Zimmer hier? Los, mein Sohn, raus mit der Sprache. Glauben Sie, ich lasse mich veralbern? Ein Mr. Henry Adams Durchlaucht aus Amerika. Ein Amerikaner? Ein amerikanischer Millionär Durchlaucht. Wollen Sie damit sagen, amerikanische Millionen sind mehr wert als ein guter englischer Name? Das ist ja geradezu haarsträubend. Ich sage Ihnen, unser Land geht vor die Hunde. Kurz erwarten. Guten Tag, mein Herr. Erlauben Sie. Darf ich bitten? Sie werden erwartet. Wenn ich bitten darf. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Sehr gütig, Milady. Entschuldigen Sie, meine Damen. Guten Tag, mein Herr. Recht schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei uns. Parsons, was fällt Ihnen ein? Nehmen Sie den Herrn den Koffer ab. Jawohl. Darf ich bitten? Parsons, stehen Sie sofort auf. Bitte, mein Herr, darf ich führen? Wir sind sehr geehrt, dass Sie bei uns absteigen und werden alles tun für Ihre Bequemlichkeit. Guten Tag, mein Herr, und herzlich willkommen. Wilcox, das Fremdenbuch. Jawohl. Wollen Sie sich bitte eintragen? Hier bitte. Ich danke Ihnen verbindlichst. Und wenn Sie mir jetzt folgen wollen, wir haben für Sie das Fürstenzimmer reserviert. Ach, Verzeihung, Herr Direktor. Zu merkwürdig, was die Herren alles so bei sich tragen. Heben Sie es auf, passen, bringen Sie es fort. Ein köstlicher Spaß. Wir haben ja alle sehr viel Sinn für Humor. Darf ich bitten, mein Herr? Ich hoffe, dass das kostbare Gerät nicht beschädigt worden ist. Wenn Sie es gütig in den Koffer zurücklegen, dann werden wir es sofort auf Ihr Zimmer schaffen lassen. Das ist also Bumbles. Jawohl, mein Herr.
Der Herr Direktor erwartet Sie schon. Entschuldigen Sie bitte. Hier ist Mr. Henry Adams. Adams? Sie sind Mr. Adams? Man sagte, ich werde hier erwartet. Oh, Mr. Adams, welch ein peinliches Missverständnis. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Sie Betrüger. Parsons, ich wundere mich über Sie. Haben Sie die Güte, das Hotel zu verlassen? Wenn ich bitten darf, sofort. Wenn Sie sich bitte eintragen würden. Ja, aber so sagen Sie doch mal, was bedeutet das alles? Ein scheußliches Versehen des Portiers. Hinaus mit ihm. Dieser dumme Mensch hat den Kerl mit Ihnen verwechselt, Mr. Adams. Darf ich bitten? Alle hopp. Los, kommen Sie mit. Kerl. Holen Sie die Polizei, Williams. Die Polizei. Na, na, Moment mal. Ich glaube, wir brauchen keine Polizei. Ich möchte mich gern mal unterhalten mit dem Herrn. Ach, Sie können nicht sprechen. Aber das stört Sie doch wohl hoffentlich nicht beim Trinken, was? Fein. Würden Sie so freundlich sein, uns auf mein Zimmer zu führen? Gewiss, Mr. Adams. Räumen Sie die Verunglückten weg. Jawohl. Bitte, Mr. Adams. Ist das schon von Geburt? Ah, Sie sind Boxer, hä? Athlet. Fein. Beim Varieté? Ah, beim Zirkus. Sieh mal an, ist ja großartig. Sie sehen, Rocky, wie wir es auch immer drehen, ich sitze bis zum Hals in der Tinte. Ich wollte mir ja nur eine anständige Arbeit suchen. Man glaubt nicht, was dabei alles passieren kann. Ich habe das nicht gewollt. Aber wo es nun mal so ist, da wollen wir es auch genießen. Und Sie können mir dabei Gesellschaft leisten. Haben Sie was Besonderes vor in der nächsten Zeit? Na, ist ja herrlich. Dann bleiben Sie die nächsten 4 Wochen bei mir, helfen mir aufpassen auf die Banknote. Und wir rechnen ab, wenn ich die Stellung habe von den 2 alten Knaben. Was meinen Sie dazu? Abgemacht. Ich kriege sicher eine gute Stellung. Mit mindestens 500 Pfund im Jahr. 600? Mag sein, Rocky. Warum nicht? Da haben Sie ganz recht. Und inzwischen werden wir ein hartes Leben hier auf uns nehmen müssen. Denn für einen Monat bin ich Henry Adams, der amerikanische Millionär. Übertreiben Sie nicht ein bisschen? Na, meinetwegen. Los, dann wollen wir mal. Guten Morgen. 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 Unsere Konsulate haben einzig und allein die Aufgabe, unseren Landsleuten zu helfen. Aber sie geben uns ja keine Gelegenheit, ihnen zu helfen. Ohne die Zeitungen hätte ich von ihrer Ankunft gar nichts gewusst. Wie lange bleiben Sie hier? Tja, das weiß ich selbst noch nicht. Auf unbestimmte Zeit. Oh, gut. Sie kommen gerade recht zur Saison. Wen kennen Sie hier, Mr. Adams? Ach, eigentlich niemanden. Außer 2 Brüdern in Belgrave Square. Oliver und Roderick, sowieso. Ach, die Montpelliers. Gute alte Familie. Nein, danke. Sie müssen. Es ist meine persönliche Importensammlung. Im Übrigen werde ich für Sie tun, was in meinen Kräften steht. Als Botschafter müsste ich mit Ihnen schelten, weil Sie mich nicht schon früher besucht haben. Oh, ja, wissen Sie, das stimmt nicht ganz, Exzellenz. Ich war schon mal hier. Das hat man ja gar nicht gesagt. Ja, es war... wissen Sie, mir fehlten die nötigen Devisen. Eigentlich fehlen sie mir noch.
Sehen Sie, diese Banknote. Kein Wort, Mr. Adams. Würden Ihnen 100 Pfund genügen? Oh, das ist sehr freundlich von Ihnen, aber das... Unsinn. Ich brauche sofort 100 Pfund für Mr. Henry Adams. In 5-Pfund-Noten. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, aber... Es ist doch, wie gesagt, meine Pflicht, unseren Landsleuten zu helfen. Kommen wir lieber zu wichtigeren Dingen. Ich möchte Ihnen hier einige Türen öffnen. Wie reizend, dass Sie gekommen sind, Mr. Adams. Das ist mein Mann, Mr. Adams. Ich freue mich. Wir haben heute eine ganz zwanglose kleine Gesellschaft. Ich hoffe, dass Sie sich gut unterhalten werden. Und sollten Sie allzu sehr belagert und ermüdet werden von irgendwelchen Freunden, dann komme ich sofort und befreie Sie. Ah, Lord und Lady Hurlingham, Mr. Henry Adams. Lord und Lady Hurlingham, Lady Jane. Lady Jane schwärmt sehr für Pferde. Schwärmen Sie auch für Pferde, Mr. Adams? Oh ja, sehr sogar. Ich möchte fast sagen... Mr. Adams, ich möchte Sie mit den Waltons von der älteren Linie bekannt machen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Aber bitte? Sir William Macleay! Bezaubernd! Wenn Sie die Engländer richtig verstehen wollen, dann müssten Sie mal das Oberhaus besuchen. Hätten Sie dazu Lust, Mr. Adams? Oh ja, sehr sogar. Ich möchte fast sagen... Oh, Mr. Adams, ich möchte Sie so furchtbar gerne Mrs. Hocker Orr vorstellen. Verzeihen Sie bitte. La Comtesse d'Avignon! Diese Bildung... Darum spielst du sehr gern Tennis. Es geht dir nichts über ihren geliebten Wimbledon Club. Sind die Damen in Amerika auch so begeistert vom Tennisspiel, Mr. Adams? Oh ja, sehr sogar. Ich möchte Und nun, Mr. Adams, möchte ich Sie bekannt machen mit Sir William Gorringe. Er ist eine leuchtende Ahnenforschung. Vielleicht bleibt er Ihnen auch ein paar aus. Entschuldigung. Ein Mann von Charakter. Sehr intelligent. Wir müssen ihn mal einladen. Schon öfters haben Amerikaner alten Adel in ihren Familien gefunden. Sehen Sie, was habe ich Ihnen gesagt? In Ihrem Fall könnten Nachforschungen in Westengland von Erfolg sein. Immerhin ist Adams ja ein ganz alter Name. Oh, ja, sehr sogar. Herr, ich möchte worüber wird denn hier gesprochen? Ich möchte Sie zu einer Tasse Tee entführen. Ich habe Sie ja bisher schändlich vernachlässigt. Wenn Sie das Vernachlässigen nennen, Frau Herzogin, wie ist es dann, wenn Sie jemand auszeichnen? Kommen Sie mal zu einem meiner kleinen Diners. Onkel. Was denn, mein Kind? Mr. und Mrs. Carmichael! Mr. Henry Adams, ich möchte ihn sprechen. Stürz dich doch ins Gewühl. Ich meine auf der Terrasse. Unbemerkt. Hast du dich auch in ihn verguckt? Ich will versuchen, ob ich ihn für Tante Gretas Kinderheim interessieren kann. Ein Millionär ist nämlich genau das, was wir brauchen. Ach so, wenn es deswegen ist, dann muss ich ja wohl. Ich tue mein Bestes. Tennis spielen, Reiten, Politik, Radfahren. Der arme Mr. Adams wird ja ganz überanstrengt. Ach, meine Liebe, Gabriele möchte dich gern sprechen. Denk bloß, ihr Sohn hat sich mit diesen Sozialdemokraten eingelassen. Ach, wie fürchterlich. Sehen Sie, so geht es mir als Gastgeberin meistens. Immer wenn es sich gerade am nettesten plaudert, muss ich fort. Ich fürchte, ich muss ihn Mr. Adams entführen. Ich kenne eine junge Dame, die mir glatt die Freundschaft kündigt, wenn ich ihn ihr nicht vorstelle. Bitte, Mr. Adams. Wo kann sie denn nur sein? Sie stand hier am Fenster. Ach, ich habe halt schon so viel reizende Leute gesehen. Nein, so kommen Sie nicht davon. Meine Nichte ist eine sehr resolute junge Dame. Vielleicht schöpft sie gerade ein bisschen frische Luft. Ach, da bist du ja. Guten Tag. Mr. Henry Adams, meine Nichte Portia Lansdowne. Sehr erfreut. Ich fürchte, Sie werden hier etwas überanstrengt, Mr. Adams. Ja, tatsächlich. Ich meine, nein, durchaus nicht. Meine Liebe, die entschuldigt mich wohl. Ich muss wieder in die Schlacht. Wollen Sie sich nicht einen Augenblick zu mir setzen? Danke. Der arme Onkel. Der kann die Gesellschaft meiner Tante genauso wenig ausstehen wie ich. Nur mal tratschen, tratschen, tratschen. Und keiner sagt was Vernünftiges, nicht? Wenigstens nichts Ernsthaftes. Ernsthafte Gespräche sind bei englischen Empfängen streng verpönt, Mr. Adams. So? Absolut. Man darf höchstens versuchen, den Gastgebern aus dem Weg zu gehen. Ha! Es regnet. Wie schade. Es war viel schöner hier draußen. Kommen Sie. Sehen Sie, ich nehme Sie gleich beim Wort. Finden Sie es jetzt auch noch schön hier draußen? Es wird immer schöner. Hier habe ich mich als Kind immer versteckt. Es muss schön sein, in solch einer Umgebung aufzuwachsen.
Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Umgebung viel imposanter war. Ach, sie war ganz anders. Hier draußen können Sie doch nicht sein. Es regnet ja. Ich nehme an, dass es einiges Stirnrunzeln geben wird wegen unseres Verschwindens. Das glaube ich auch. Wir müssen uns natürlich einen guten Grund dafür ausdenken. Warum denn? Darf ich denn nicht die Wahrheit sagen, dass Sie mich ein paar Minuten unterhalten wollte mit dem nettesten Mädchen der Welt? Hier draußen können Sie doch nicht sein. Es regnet ja. Jetzt sind Sie in der Falle. Sehen Sie? Ach, mir gefällt's. Aber wie ist es mit Ihnen? Ach, ich sage einfach, Sie haben gesprochen über das Kinderheim für mutterlose Babys. Über was? Das Kinderheim für mutterlose Babys. Tja, ich glaube, darauf fallen Sie sicher nicht rein. Oh, das glaube ich doch. Das ist das Steckenpferd meiner Tante. Und man vermutet bei Ihnen als Millionär natürlich auch ein mildtätiges Herz. Und das haben Sie doch, nicht wahr? Ja, das habe ich schon, aber... Vielleicht wäre es gut, wenn Sie sagen würden, Sie kämen zur Eröffnung des neuen Heims. Nächsten Mittwoch. Das heißt, wenn Sie Lust haben. Werden Sie auch da sein? Natürlich. Dann komme ich auch. Wollen Sie bitte einmal hierher schauen, Mr. Adams? Bitte hierher schauen, Mr. Adams. Achtung. So, danke vielmals. Reifen. Wirklich ganz besonders reifen. Ich komme, Schwester. Sie sind doch ganz allerliebst, nicht wahr? Ganz allerliebst. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zum letzten Punkt unseres Programms. Dank der Generosität unserer vielen Freunde haben wir jetzt die Hypothek von dem Hause ablösen können und das Geld aufgebracht für die laufenden Kosten für ein ganzes Jahr. Aber unser Kinderheim soll ja noch länger existieren. Deshalb dürfen wir keine Gelegenheit versäumen, möglichst viel Geld heranzuschaffen. Deshalb schreiten wir jetzt zur Versteigerung dieser äußerst wertvollen zeitgenössischen Vase. Eine wirklich hochherzige Stiftung von Mrs. Lenton Smith. Um die Sache ins Rollen zu bringen, macht mein Mann ein Anfangsgebot von 20 Pfund. Also, meine Herrschaften, wer steigert mit? 20 Pfund sind geboten. 30 Pfund. 30 Pfund, ein sehr guter Anfang. 30 Pfund. 40 Pfund. Bravo, sehr gut. 40 Pfund, 40 Pfund. 70 Pfund. Oh, Mr. Henry, sehen Sie, meine Herrschaften, wir kommen in Schwung. 7 ist eine Glückszahl. Aber, meine Damen und Herren, wer bietet mehr? 70 Pfund sind geboten für dieses erlesene Prachtstück. 80 Pfund. 80 Pfund, aber es ist viel mehr wert. Machen Sie ruhig einen Herzensprung nach oben. 82 Pfund und 10 Schilling. 82 Pfund und 10 Schilling von Mr. Henry Adams. Ein reichend humorvoller Einfall. 100 Pfund. Oho, recht herzlichen Dank. 100 Pfund. Die erste dreistellige Zahl. Wie wär's mit 120 Pfund? Aha. Nun, meine Lieben, wer bietet mehr als 100 Pfund? 500 Pfund. 500 Pfund, großartig. Ich biete 1000 Pfund. Oh, meinen innigsten Dank. Mrs. Melford bietet 1000 Pfund. 3500. 4000 Pfund. Oh, wie aufregend. 4500. 4500 Pfund. Und ich habe das Gefühl, wir kommen doch auf die runde Summe von 5000 Pfund. 5000 Pfund. Mr. Adams! Mr. Adams bietet 5000 Pfund! Einen Augenblick! Also, bietet irgendjemand mehr als 5000 Pfund? Niemand mehr? Niemand mehr? Dann also an Mr. Henry Adams für 5000. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Das haben Sie aber wirklich wundervoll gemacht. Ein Moment lang dachte ich schon, Sie wollten nicht mehr bieten. Kommen Sie herauf zu mir, Mr. Adams, Ihre Vase. Ein
neuer Beweis der Freundschaft zwischen Amerika und Großbritannien. Hört, hört! Bravo Amerika! Lass mich zufrieden. Nicht doch. Lass mich zufrieden. Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Rocky. 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 Ich halte das nicht länger aus, Rocky. Ich mach das nicht mehr mit. Bis über beide Ohren stecke ich schon in Schulden. Ich habe das Gefühl, bei Tauwetter übers Eis zu laufen. Wie viel haben wir noch übrig von dem Geld von dem Botschafter? Alles weg? Für Wohltätigkeit? Ach, Millionär sein kostet eine Menge Geld. Wir müssen hier verschwinden irgendwie. Wir müssen uns verstecken bis zum Ende des Monats. Wir müssen hier raus, ganz egal wohin, aber wir müssen hier raus. Sorgen Sie dafür. Hm. Ab morgen ist das Affentheater vorbei. Und mir wird ein Stein vom Herzen fallen. Rocky, sehen Sie. Hören Sie. Riechen Sie mal. Im Hotel, im Theater, im Café, beim Rennen, beim Schneider, beim Friseur, rufen die Leute hinterher. Der ist bestimmt ein Millionär. Rocky, wir gehen nicht fort. Am Tage sieht alles besser aus als in der Nacht. Die Sonne scheint und die Vögel singen. Man soll seine Karten nicht wegwerfen, bevor das Spiel aus ist. Hampshire House. Portia. Heute Abend werde ich ihr die Wahrheit sagen. Ich werde ihr ganz offen sagen, dass mir nichts gehört, nicht einmal das Hemd auf dem Leib. Ich muss sie allein sprechen. Wann? Gleich. Ich habe ihr etwas sehr Wichtiges zu sagen. No, John, no, John, no, John, no. Stramm halten, Mr. Adams, stramm. Guten Abend, Exzellenz. Reize. Die Herrschaften sind im Musiksalon. Ach, der amerikanische Botschafter mit einem Freund von Mr. Adams. Ein Freund von mir? Ja, ich glaube, er heißt Norderney oder Biarritz oder Ostende. Seine Exzellenz, der amerikanische Botschafter und Mr. Westerland. Bitte entschuldigen Sie mich. William, wie nett, dass Sie kommen. Guten Abend, meine Liebe. Guten Abend, Exzellenz. Mr. Adams, das hier ist Mr. Westerland. Willkommen. Nett von Ihnen, mich einzuladen, Durchlaucht. Er konnte schon gar nicht mehr erwarten. Derselbe alte Henry. Wie freue ich mich, dich zu sehen. Das erste Mal seit 10 Jahren. Ich war Kompagnon von seinem Vater. Ach. Nach deinem Bild in der Zeitung habe ich dich gleich wiedererkannt und habe sofort beschlossen, nach dir zu fahnden. Sie dürfen sich später ausschwatzen, nach Herzenslust. Aber zuerst möchte ich Sie mit meiner Familie bekannt machen. Also schön, dann auf später. Ja, später. Ich habe immer gesagt, aus dem Jungen, da wird mal was. Das steckte schon von Kind auf in ihm drin. Das ist mein Mann. Die Herren sind wieder beim Schach. Bleiben Sie ruhig sitzen, Herzog. Ich möchte das Spiel nicht stören. Schach ist kein Spiel, das ist eine Krankheit. Und das ist mein Vater, Sir John Lansdowne. Er ist ein großer Sammler von Käfern und Motten. Freut mich. Und das ist meine Schwester. Sie ist gerade zurückgekommen aus Amerika. Sie sehen so reizend aus hier im Mondschein, dass...
Das ist mir furchtbar schwerfällt, Ihnen zu sagen, was ich Ihnen sagen wollte. Dafür braucht man aber beim Mondschein auch vielleicht gar nichts zu sagen. Ja, aber ich... Ich muss Ihnen ein Geständnis machen, das sehr verwirrend ist. Ich glaube, es ist immer so, dass man dabei verwirrt ist. Sie wissen nicht, was ich sagen will. Ich fürchte, es wird Ihnen nicht gefallen. Meine Antwort wird genauso sein, wie Sie sie erhoffen. Ich wollte, ich könnte mich darauf verlassen. Sie können es. Henry, ich weiß es ja schon. Sie wissen es? Ja, ich habe es von Anfang an gewusst. Ich könnte Ihnen vielleicht auch ein Geständnis machen, Henry. Dasselbe, das Sie machen wollten. Portia. Findest du es schlimm, weil ich es zuerst gesagt habe? Portia, ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Es ist jetzt noch wichtiger als vorher. Ich habe auch so viel Wichtiges, das ich dir sagen muss. Aber bitte nicht jetzt, in diesem Augenblick. Alle Worte sind jetzt ganz unwichtig. Portia! Wo bist du? Wo ist Mr. Adams? Mr. Westerland sucht ihn schon überall. Hör zu, Henry, du musst mir helfen. Ich erzähle dir jetzt die ganze Geschichte im Vertrauen. Ich bin in Schwierigkeiten. Und du könntest mir ganz leicht wieder raushelfen. Ich habe mein ganzes Vermögen in einer Goldmine investiert. Die Mine heißt Gute Hoffnung. Vielleicht hast du davon gehört. Die Mine ist in jeder Hinsicht eine gesunde Sache. Aber ich brauche unbedingt noch Kapital. Und da sollst du mir helfen. Ja, und deine Hilfe in diesem Augenblick würde tatsächlich die Entscheidung über Erfolg oder Niederlage bedeuten. Nach den letzten Rapporten müssen wir in ganz kurzer Zeit auf die goldführende Ader stoßen. Sieh mal, wir haben uns zwar lange nicht gesehen, aber ich war ja schließlich ein Freund deines Vaters und würde dich doch nie übers Ohr hauen. Bis jetzt haben wir keinen Pfennig verschwendet. Aber wir wurden aufgehalten durch eingestürzte Stollen, die wir sehr mühsam wieder freimachen und abstützen mussten. Aber sobald wir wieder bei Kassel sind und weitermachen können, geht alles vollkommen klar. Ich möchte eine neue Gesellschaft gründen. Ich werde jedem Aktionär Gelegenheit geben, die neue Emission zu zeichnen. Ich habe mir das ganz genau überlegt. Und du kannst, wenn du willst, sämtliche Unterlagen des Projektes zu jeder Zeit einsehen. Ich sage es für dich überhaupt kein... Hotel Bambels, meine Herren, wir sind da. Ah, das ging aber schnell. Wir sind schon da. Komm rein, wir trinken noch was. Erstmal einen guten Schluck. Und nun erzähl deine Geschichte. Was erzählen? Nochmal? Wieso nochmal? Du träumst, Henry. Du träumst. Auf dein Wohl. Henry, was ist denn mit dir? Ist dir was passiert im Hampshire-Haus? Ja, ich habe mich verlobt. Mit dem nettesten Mädchen auf der ganzen Welt. Etwa mit der Nichte der Herzogin von Cromarty, hä? Ja, ganz recht. Henry, mein Junge, jetzt heiratest du also auch noch in den Hochadel. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Aber was sagst du nun zu der Mine, Henry? Das Land ist da und das Gold auch. Tonnenweise werden wir es fördern. Noch etwa 15 Meter, dann sind wir drauf. Das dauert keine Woche mehr. Ah, ich gratuliere, dann bist du ja ein gemachter Mann. Ach, ich bin ruiniert. Alles, was ich hatte, habe ich in das Unternehmen reingesteckt. Aber ich halte es nicht durch. Ich brauche neues Kapital. Wenn die Aktien weiterfallen, gehe ich kaputt. Und es ist kein Geld, Mann aufzutreiben, der was riskiert. Tja, weil wir Kapitalisten unser Geld meistens festgelegt haben. Henry, ich will gar kein Geld von dir haben. Was willst du denn von mir haben? Hast du jemals Grund gehabt, mir zu misstrauen? Mein Vater hat dir vertraut. Das genügt mir. Dann gestatte mir, dass ich deinen Namen benutzen darf. Das ist alles, was ich brauche. Nur deinen Namen. Für eine Woche. Meinetwegen, benutze ihn so viel du willst. Aber was hat mein Name zu tun mit deiner Goldmine? Der Name eines Millionärs. Das rettet mir das Leben. Und du wirst auch nicht zu kurz kommen. Das verspreche ich dir. Ah, mein Gott, ich komme wieder in die Höhe. Und du kommst mit drauf, höher als du schon bist. Du wirst ein Vermögen verdienen. Jetzt werde ich ein paar Raketen abschießen. Die ganze Börse wird in die Luft gehen. Ist dir vielleicht was passiert im Hampshire-Haus? Mr. Walter Craddock! Mr. Walter Craddock! Meinen Sie mich? Jawohl, Sir. Ein Anruf aus Ihrem Büro. Mr. Westerland ist am Apparat. Sehr schön. Nett, dass Sie so schnell gekommen sind, Craddock. Die Gute Hoffnung, wie stehen die Aktien heute Morgen? Stehen ist gut. Die brechen gleich zusammen. Fein. Kaufen Sie für mich 20.000 zum Tageskurs. Haben Sie einen Sonnenstich, Westerland? Nö, wie kommen Sie denn darauf? Ach ja, und dann noch etwas. Kaufen Sie weitere 20.000 auf den Namen von Mr. Adams.
Henry Adams. Was, der Millionär? Na, wer denn sonst? Er ist ein sehr guter Freund von mir. Wiedersehen, Craddock. Das wird eine tolle Sache. Henry Adams. Hallo? Hallo? Ich hoffe, gute Hoffnung. 300 gute Hoffnung. Ich habe 2000. 2000 gute Hoffnung. 2,3, 3,6. Ich kaufe 1. 3,9. Ich kaufe 200 gute Hoffnung. 2,000 5. 2,000. 2,000 gute Hoffnung. 2,3, 3,6. 2,9. 6. Ich kaufe gute Hoffnung. Ich kaufe 6,3. 200 gute Hoffnung. Was steckt dahinter? Henry Adams, der Millionär, er kennt die Mine. Jetzt habe ich dich endlich mal allein. Ja, Henry. Ohne, dass wir gestört werden. Ja, Henry. Dann wirst du mir also zuhören. Ja, Henry. Portia. Ich bin kein Millionär. Aber natürlich nicht. Schau, die Banknote, die gehört mir überhaupt nicht. Sie existiert gar nicht. Die ganze Sache beruht auf einem Missverständnis. Ich schwöre es dir. In Wirklichkeit besitze ich nicht einmal ein Hemd, das mir gehört. Mein armer, armer Junge. Nein, nein, nein. Ich meine es ernst. Und du wohnst in den Fürstenzimmern von Bumbles völlig umsonst. Ganz recht. Und das Essen und Trinken hast du auch umsonst. Ja, ganz recht. Und dein Schneider hat dich aus purer Herzensgüte mit allem nur möglichen Raffinement ausstaffiert. Ich weiß nicht, ob er ein gutes Herz hat, aber bezahlt habe ich ihm nichts. Und das soll ich dir wirklich glauben? Ich werde dir alles erzählen von Anfang an, dann wirst du mir schon glauben. Hör zu. Hör bitte endlich auf mit dem dummen Scherz. Glaub mir doch, ich scherze nicht. Ich bin kein Millionär. Ich bin nicht reich. Ich habe keinen Pfennig. Findest du nicht, dass der Scherz jetzt ein wenig zu weit geht? Es ist kein Scherz. Es ist wahr. Henry, wir kehren um. Ja, willst du die Geschichte nicht wenigstens anhören? Ich habe genug gehört. Ich möchte heim. Ich verstehe das unter diesen Umständen. Wir brauchen nicht mehr darüber zu reden. Ich will jetzt nach Hause. Ein Moment, Sir. Schicken Sie die Rechnung ins Hotel. Aber es macht doch nur einen Schilling, Mr. Adams. Ganz egal, ins Hotel. Portia, ich kann verstehen, dass du keinen armen Mann heiraten möchtest. So, jetzt willst du mich auch noch beleidigen. Beleidigen? Wieso beleidigen? Glaubst du, ich falle rein auf diese lächerliche Geschichte? Die hast du doch von A bis Z erfunden. Warum sollte ich das? Um zu prüfen, ob ich dich wirklich liebe. Ach, das meinst du? Also hör zu. Es macht mir nichts aus, ob du arm oder reich bist. Aber dass du glaubst, es macht mir was aus. Portia, du bist wunderbar. Und du bist furchtbar. Und wenn du dich etwa drücken willst um die 5000 Pfund für meine Tante, dann sage ich dir gleich, dass ich nie einen Mann heiraten werde, der kein Herz für die Armen hat. Du wirst mir jetzt zuhören. Und wenn ich dich an die Kette legen müsste... Oh, Henry, lass mich runter! Nein, erst wenn wir bei Bumble sind. Henry, du brutaler Mensch, lass mich runter! Ah! Auf 20 Schilling. Gute Hoffnung, ein Pfund. Sind Sie das, Westerland? Hier ist Craddock. Ihre gute Hoffnung-Aktien stehen auf 20 Schilling. Kaufen! 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 So, das ist meine ganze Geschichte. Und ich werde erst wieder Ruhe finden, wenn ich den beiden alten Knaben ihren Schein zurückgegeben habe. Du hast es wieder mal geschafft, Henry. Du hast toll verdient. Ein Vermögen. 16.000 Pfund. Es ist alles gelaufen, wie verabredet. Und sag mir jetzt, Fräulein. Hör mal, Westerland, wir wollen wissen, dass du mit drin steckst. Da fragt kein Mensch mehr danach, ob da Gold drin steckt oder nicht. Ich habe dir gleich 20.000 Aktien gekauft zu 2 Schilling. Jetzt stehen sie schon auf 1 Pfund. Abzüglich dessen, was du investiert hast, bleibt dir ein Verdienst von 15.715 Pfund. Und das gehört alles dir, mein Junge, jeder Pfennig. Ich sagte gleich, du wirst es nicht bereuen. Und das wirst du auch nicht. Portia. Was ist denn los? Du bist ein blödsinniger, verdammter, idiotischer, von allen guten Geistern verlassener Riesenhornochse! Henry! Warte doch mal! Mach keine Dummheiten! Henry, warte doch!
Bitte schön. Melden Sie mich bitte, Miss Lansdowne. Ich bedauere unendlich. Ich habe Auftrag zu sagen, Miss Lansdowne wünscht nicht gestört zu werden. Unsinn. Melden Sie Mr. Henry Adams und es wäre dringend. Darf ich mir zu sagen erlauben, dass dies nur hieße, Öl ins Feuer zu gießen? Ist das Miss Lansdownes Handtasche, Sir? Ja, ganz recht. Aber ich muss Sie dringend sprechen. Falls Sie sich nicht abweisen lassen, habe ich auszurichten, Miss Lansdowne wünscht, Sie nicht wiederzusehen. Ich wollte, man hätte diese Botschaft etwas taktvoller formuliert. Guten Tag, mein Herr. 490, 95, 500. Verbindlichsten Dank, Doktor. Na bitte. Und jetzt, Lloyd, möchte ich mein altes Zimmer wieder haben. Das ist leider unmöglich, Durchlaucht. Mr. Adams wohnt immer noch hier. Hat er seine Rechnung bezahlt? Das spielt doch keine Rolle, Durchlaucht. Wenn es eine Rolle gespielt hat bei einem englischen Gentleman, warum dann nicht bei einem hergelaufenen Amerikaner? Wir könnten Ihnen das Windsor-Appartement geben. Nein, ich will mein altes Zimmer wieder haben. Wir dürfen uns von diesen fremden Eindringlingen nicht gefallen lassen. Die werden immer unverschämter. Das ist eine Sache des Prinzips. Aber es handelt sich hier um eine Persönlichkeit von großem Ansehen. Ach, blinder Unsinn. Woher wissen Sie, dass er Millionär ist? Das muss ja nicht wahr sein. In diesem Hause, Durchlaucht, wird mehr Wert gelegt auf die Bedeutung der Gäste als auf ihr Einkommen. Sie werden ausfallend. Was nennen Sie Bedeutung? Etwa, wenn ein Gentleman nicht mal ein Trinkgeld übrig hat für die Barfrau? Ich meine für Stubenmädchen. Die kleine Reni hat noch nie was von ihm gekriegt. Hat sie mir selbst erzählt. Und wenn Sie ihn nicht sofort aus meinem Zimmer rausschmeißen, Leute, dann tue ich selbst. Rainer? Bitte? Wie hoch beläuft sich die Rechnung von Mr. Adams? Auf 142 Pfund. Bis zur vorigen Woche. Ist das alles? Ich fürchte ja. Aber Durchlaucht, das kann ich doch nicht machen. Aber Reni, seien Sie doch kein Spielverderber. Aber wenn ich nun erwischt werde... Das werden Sie schon nicht. Das ist ja nur ein kleiner Scherz. Ja, und nachher, wenn es schief geht, bin ich schuld. Sie können ja sagen, es war in meinem Auftrag. Na kommen Sie, Reni, Sie werden doch nicht Spaß verstehen. Aber, Sir... Sie tun es ja für mich. Das wird aber eine tolle Sache. Der wird vielleicht Augen machen. Danke, Rocky. Ja, bitte. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Okay, das hier bringen Sie morgen früh sofort zum Hampshire-Haus. Und wenn Sie mein Freund sind, dann sorgen Sie dafür, dass Portia den Brief persönlich kriegt und dass Sie eine direkte Antwort von ihr bekommen. War das? Na, die Million. Oh, prächtig. Du bist ein braves Mädchen. Dankeschön, Sir. Ein braves Mädchen. Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend. Guten Abend, Milord. Guten Abend. Ich muss schon sagen, die alten Melodien gefallen mir besser. Dieses moderne Zeug klingt zu... Ich weiß nicht. Alles Geschwätz. Nichts als dummes Geschwätz. Hier braucht nur einer zu kommen und sich wie ein Janky zu benehmen. Dann glauben die Leute gleich, er ist ein Millionär. Und dann kann er sich hier erlauben, was er will. Ich will ihm mal was sagen. Wissen Sie, was ich glaube? Der Kerl hat überhaupt keine Million Pfund Note.
Und ich sage Ihnen, meine Liebe, dieser Mann ist ein Hochstapler. Fragen Sie mich nicht, aus welcher Quelle ich das habe. Es ist mir anvertraut worden unter dem Siegel der Verschwiegenheit von einem, der ihn sehr gut kennt. Er hat nie eine Million-Pfund-Note besessen. Du, wenn dieser Adams Millionär ist, bin ich der Kaiser von China. Es existiert gar keine Million-Pfund-Note. Du meinst, er ist ein... Natürlich ist das nur ein Gerücht. Aber mein Chefredakteur meint, vielleicht haben Sie den Schein gewechselt. Nein, noch nicht. Schön, zeigen Sie mir den Schein und wir bringen Ihnen ein Dementi auf der ersten Seite. Nein, ich habe ihn schon so oft gezeigt, das wird mir jetzt zu dumm. Wenn Sie sich weigern, dann geben Sie dem Gerücht nur neue Nahrung. Ach, ich pfeife auf das Gerücht. Es kann Ihnen doch egal sein, ob ich Millionär bin oder nicht. Da haben Sie recht. Ich schreibe so oder so drüber. Ich komme auf meine Kosten. Ihr habt Erdbeben, Schiffskatastrophen und die Londoner Gesellschaft. Und über mich schreibt ihr Geschichten. Also, wie Sie wollen. Ich hole ihn. Rocky! Rocky, wo ist der Schein? Soll ich vielleicht die Polizei rufen? Wenn ich die Polizei brauche, rufe ich sie schon selbst. Soll ich mal bei Ihrer Bank anrufen? Nein, tun Sie mir nur einen Gefallen. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Sachen und verschwinden Sie. Raus! Ein kleines Momentchen, Mr. Adams. Das Geheimnis der Million-Pfund-Note? Als hier kürzlich das Gerücht aufkam, dass Henry Adams die viel besprochene Million-Pfund-Note gar nicht mehr besitzen soll... Was? ...ging unser Reporter gestern zu Mr. Adams und interviewte ihn. Er bat Adams, den Schein vorzuzeigen. Als sich diese nach längerem Sträuben dazu bereit erklärte, war die Note verschwunden. Als man ihm nun vorschlug, die Bank und die Polizei zu benachrichtigen, weigerte er sich hartnäckig, diese beiden wichtigen Hilfsmittel in Anspruch zu nehmen. Im Interesse der englisch-amerikanischen Beziehungen wäre eine schleunige Aufklärung dieser mysteriösen Angelegenheit sehr erwünscht. Tja. Zumal ja die Londoner Gesellschaft dem gut empfohlenen Gaste Türen und Tore geöffnet hatte. Ein Betrüger? Hätte ich nie gedacht. Man ist immer noch viel zu vertrauensvoll. Ja, man lässt sich auch viel zu leicht etwas vormachen. Charles, von heute ab wird Mr. Henry Adams nicht mehr gemeldet. Jawohl, Durchlaucht. Musikalisch war er auch nicht. Wie sonderbar junge Mädchen manchmal sind. Mir hat sie erzählt, sie spricht nicht mehr mit ihm. Wenn wir keinen Skandal haben wollen, darf sie es auch nicht. Ich werde ihn sofort aufsuchen. Nein, mein Kind, du brauchst jetzt Erholung. Ich werde dich 4 Wochen aufs Land schicken. Du brauchst Luftveränderung. Die wird dir sehr gut tun. Sag, was du willst. Ich muss sofort zu Henry. Wärst du nur ein einfaches Mädchen, würde es gar nichts ausmachen. Aber wir sind eine angesehene Familie. Ich gehe zu Henry und du kannst mich nicht daran hindern. Tut mir leid, Portia, aber das kann ich sehr gut. Lass mich raus! Ich möchte nicht drängen, Mr. Adams, aber ich muss Sie bitten, Ihre Rechnung zu begleichen, da ich meine Bücher unbedingt ajour bringen muss. Sie haben doch gesagt, es hätte keine Eile. Wöchentliche Bezahlung ist üblich bei Bumbles. In Ihrem Fall haben wir ausnahmsweise 3 Wochen gewartet. Ich möchte Sie auch nicht drängen, aber die rapide steigenden Arbeitslöhne verlangen es gebieterisch. Verzeihung, draußen warten 2 Herren, die Sie sprechen. Aber ich kann jetzt nicht, ich bin beschäftigt. Wollen Sie also gütig zahlen, dann halten wir Sie nicht länger auf. Sie haben doch gesagt, Sie würden ewig warten. Das sagt man manchmal schön so. Schön und gut, aber Sie verlangen ausgerechnet, ich soll jetzt zahlen. Das ist doch unvernünftig, wo ich das Geld nicht zur Hand habe. 142 Pfund sind eine große Summe. Bei mir sind es 150. Da sind eben noch 3 Herren gekommen. Nein, ich kann jetzt nicht. Sagen Sie, ich bin beschäftigt. Jawohl. Meine Herren, ich will mich gar nicht rausreden, aber Sie haben mich ohne Bedingungen hier einziehen lassen. Gewiss, Mr. Adams. Und Sie haben mir einen Haufen Kleider aufgehalten und mir versprochen, so lange zu warten, wie ich will. Ihnen länger Kredit zu geben, geht über meine Kraft. Auch ich bedauere lebhaft. Ich verlange sofortige Zahlung. Auch ich muss drauf bestehen. Entschuldigen Sie, Sir, aber ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin beschäftigt. Jawohl, Sir. Also gut, meine Herren, Sie bekommen Ihr Geld. Ich bezahle meine Rechnungen in bar. Wann? Heute Nachmittag. Sie täuschen sich sehr, wenn Sie glauben, dass ich von dem Schein abhänge.
Mein Hauptvermögen habe ich nämlich festgelegt in Minen. In Goldminen. Orke, Sie besorgen auf schnellstem Wege den Brief an Miss Lansdowne. Auf Wiedersehen, meine Herren. Es war mir ein großes Vergnügen. Ihr seid wirklich noch Kerle aus gutem alten Holz. Besonders eure Köpfe. Sie bekommen heute Nachmittag alle Ihr Geld. In bar. Kein Grund zur Aufregung. Für die Hälfte 2000! Für die Hälfte 2000! Ich verkaufe zu 3,18! Für die Hälfte 2000! Gute Hoffnung gefallen auf 5 Schilling. Gute Hoffnung auf ein Viertel. Henry Ennis! Wo ist Henry Ennis? Verkaufen! 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 Nein! Vielen Dank, nicht nötig. Ich melde mich schon selbst an. Da bist du ja. Gott sei Dank, dass du kommst. Hast du den Schein gefunden? Kannst du meine Aktien verkaufen? Ich muss ein paar Rechnungen bezahlen. Verkaufen? Die Aktie würde niemand geschenkt nehmen. Du hast mich völlig ruiniert, mein Junge. Aber du hast mir doch gesagt, sie hätten einen Wert von 20.000 Pfund. Ja, das war gestern. Die Millionen-Pfund-Note. Wo ist sie? Du hast doch eine gehabt, nicht wahr? Natürlich habe ich eine gehabt. Sag mal, gibt's denn hier keine Leute mit Vernunft? Wer macht denn diese Rauf- und Runter-Geschäfte? Das kannst du doch denken. Die Effektenbörse. Da gehe ich mal hin. Nein, Henry, das geht nicht. Du darfst da nicht rein, Henry. Henry, so warte doch. Henry, du darfst hier nicht rein. Fremde sind nicht zugelassen. Wenn ich an allem schuld bin, habe ich auch ein Recht, mich selbst zu vertreten. Henry, sie schmeißen dich raus. Meine Herren, es ist wirklich Gold in der Mine. Lassen Sie sich doch erklären. Hören Sie mich doch erst mal an. Es ist wirklich Gold in der Mine. Es ist Gold in der Mine. Es ist Gold in der Mine. Und das schimpft sich nun Kaufleute. Ich hab dich gewarnt, das ist Tradition. Das würden Sie selbst mit Rockefeller so machen. Was ist denn los? Warum sind die alle hier? Ihretwegen. Meinetwegen? Das ist ja lächerlich. So viel Schulden gibt's ja gar nicht. Was wollen die Marabus? Ich glaube, die sind alle auf den Bauch gefallen mit der guten Hoffnung. Gehen Sie lieber hier weg, sonst erwischen Sie die Reporter. Sind die auch hier? Ja, Sir. Ein ziemlicher Haufen. Seien Sie vorsichtig. Lieber hinten rum. Ach, Verzeihung. Würden Sie bitte den Eingang freigeben? Mr. Adams, was ist denn? Und werden Sie endlich Ihre Schulden bezahlen? Nein, Leute, nun müssen Sie doch noch warten. Warten? Was wollen Sie tun? Das ganze Haus ist überfüllt mit Ihren unseligen Opfern. Opfer? Ich kenne die Leute überhaupt nicht. Kaufleute, Aktionäre von Ihrer Schwindelmine. Und Journalisten. Das richtet unser Haus zugrunde. Aktionäre? Ja, und zwar kleine Aktionäre. Ja, Aktionäre. Und alle wären gerettet. Und ich und Sie. Und die Mine. Ich muss Sie nur dazu bringen, dass Sie Vertrauen haben zu Ihren Aktien. Keine Sorge, Leute, es kommt vielleicht noch alles in Ordnung. Das schaffen Sie nicht, Mr. Adams. Bleiben Sie hier. Es kann alles Mögliche passieren. Alles Mögliche. Seht einer oben! Da ist er! Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich habe gehört, Sie sind gekommen, um mit mir zu sprechen. Und dass viele ihr Geld investiert haben in der Mine, gute Hoffnung. Allerdings! Und nun wollen Sie natürlich wissen, ob Ihr Geld auch sicher ist, nicht wahr? Und das ist eine Frage, die ich voll und ganz verstehe. Was ist mit dem Schein? Sind Sie oder sind Sie kein Millionär? Es ist doch vollkommen egal, ob ich Millionär bin oder nicht. So, die meisten Investitionen geschahen nur auf Ihr empfehlendes Beispiel hin. Bitte, bitte, meine Damen und Herren, wenn Sie mir nur einen Augenblick zuhören wollten. Dann könnte ich Ihnen erklären, dass zu irgendeiner Panik kein Grund besteht und dass Sie Ihr Geld wirklich gut angelegt haben. Soll das bedeuten, Sie haben die Note gefunden? Ja, sehr richtig. Das wollen wir ja gar nicht wissen. Bitte, 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 Herrschaften.
Was zum Teufel ist hier los? Eine tolle Gesellschaft, Sir. Die ganze Meute. Aber er bietet Ihnen was für Ihr Geld. Reden Sie kein dummes Zeug, Mann. Sprechen Sie verständlich. Henry Adams, Sir. Die Leute behaupten, er hat gar keine Million Pfund Note. Ja, geschieht ihm recht. Aber wenn er sie nicht findet, lynchen Sie. Ach, das tun Sie schon nicht. Nicht bei uns. Verzeihung, es ist besser, wenn Sie hinten rumgehen. Ich gehe nie hinten rum. Ich gehe nie hinten rum. Bitte, 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 meine Herrschaften, sehen Sie doch ein. Wenn Sie Ihrem gesunden Menschenverstand folgen und eine Woche warten, dann haben Sie alle Chancen, ein sehr gutes... Ja, das ist alles gut und schön, Mr. Adams. Aber es ist immer noch nicht klar, ob Sie ein großes Vermögen besitzen oder nur ein großes Mundwerk. Aber es ist doch unvernünftig, dass Sie lieber auf meinen guten Ruf spekulieren, als auf eine gute Chance, Gold zu finden. Sie sind ein Spekulant, Sir. Was ich bin, ist vollkommen egal. Die Hauptsache ist, in der Mine ist Gold. Der rät ja das Blaue vom Himmel. Oh, bitte, 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 Ladies und Gentlemen. Ist es nicht wirklich das Beste? Wir halten uns an die Tatsachen. Lassen Sie uns reden wie vernünftige Menschen. Lasst ihn doch mal reden. Danke, Madame. Also bitte reden Sie, wir sind gespannt. Sir, ist alles in Ordnung, Sir? Was ist in Ordnung? Na, die Fürstenzimmer, Sie bekommen sie wieder. Wechseln Sie die Wäsche, hat Mr. Lloyd gesagt, und wischen Sie Staub. Schauen Sie, jetzt holt der Schneider alle seine Anzüge weg. Ist das nicht ulkig? Was fällt Ihnen ein, Sie? Unerhört! Eine Unverschämtheit! Bringen Sie sofort alles zurück! Glauben Sie, heutzutage kann jeder Krämer das Gesetz selbst in die Hand nehmen? Was bilden Sie sich ein? Reni, wir sind zu weit gegangen. Ich bin für jeden Spaß. Aber wenn einer nicht imstande ist, seinen Schneider zu bezahlen, dann hört der Spaß auf. Kommen Sie mit. Ich glaube, meine Herrschaften, es ist viel zu viel Wind gemacht worden um etwas, das schließlich nichts weiter ist als ein Stückchen Papier. Ich bin bereit, meinen guten Ruf zu verpfänden. Noch mehr, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass, wenn Sie Ihre Aktien behalten und womöglich noch dazu kaufen, Ihr Vertrauen reichlich belohnt wird. Die Goldmine ist sicher. Du hast recht, mein Junge, und vor allem, wir können es jetzt beweisen. Und hier, meine Herrschaften, sehen Sie den Mann, der all Ihre Zweifel zerstreuen kann, die Sie etwa noch haben sollten. Mr. Westerland wird Ihnen die neuesten... Rapporte. Sie erhalten sie zurück, Mr. Adams, wenn Sie die Rechnung bezahlen. Mr. Adams gibt sein Ehrenwort und bezahlt nicht mal seine Schneiderrechnung. Das ist ja ein Schwindelkomplott. Und darauf steht Zuchthaus. Ich habe alles verloren. Das Schäflein für die Witwen. Rache. Rache für die Witwen. Und die Witwer? Die Witwer auch? Die ist weg. Betrüger. 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 Jetzt gibt's ja Krank. Nicht schlagen! Keine Schlägerei hier, Mr. Adams. Das verbitte ich mir. Banknote. Wo war sie denn? Unter Ihrem Teppich, auf meiner Anordnung. Ja, warum haben Sie denn das getan? Ich mag keine Yankees. Mir gefällt nicht, was die mit ihrem Geld machen. Aber es hat mir noch weniger gefallen, was wir Engländer für ihr Geld machen. Deshalb dürfen Sie jetzt den Federhandschuh werfen. Da ich keinen Federhandschuh habe, akzeptiere ich Ihre Erklärung. Sie sind ein Gentleman. Sie gefallen mir großartig. Zeig Ihnen, Henry! Zeig Ihnen den Schein! Die Banknote! Heiliger Himmel, der Mann ist in Ordnung. Bravo, Mr. Adams, bravo. Amen. Sie haben nur eine halbe Stunde Zeit, meine Herrschaften. Ich rate Ihnen, kaufen, kaufen, kaufen. Jawohl, kaufen, schnell kaufen. Das ist der Preis auf der Treppe. Jawohl. Augenblick bitte, Augenblick bitte. Entschuldigen Sie. Darf ich bitten? Pardon, Sir. Henry! Ach, Henry. Hm.
Die ganze Sache war ein Missverständnis, an dem nur die Presse schuld ist. Reed steht wieder ewig zu Ihrem Dienst. Gut. Ach, Mr. Adams, wir haben Ihnen Champagner in die Fürstenzimmer gestellt, mit den besten Wünschen von Bumble. Gut. Ja, bleiben Sie so, Mr. Adams. Einen Monat, auf den Tag genau, sogar auf die Stunde genau. Bisschen mitgenommen, aber unversehrt. Ich gratuliere, Mr. Adams. Ja, also nun habe ich ja mein Versprechen erfüllt und nun darf ich wohl etwas fragen. Worum ging die Wette? Tja, das war so. Ich habe behauptet, die Menschen schwören so auf die Symbole des Reichtums, dass sie nur so ein kleines Stückchen Papier in ihrem Besitz zu haben brauchen und ohne es auszugeben, kriegen sie alles, was sie wollen. Und ich habe behauptet, wenn sie nicht die Erlaubnis hätten, die Note einzuwechseln, wäre sie völlig wertlos für sie. Aber ich brauche sie nur anzusehen, Mr. Adams, um zu erkennen, dass ich mich geirrt habe. Ich habe eine Wette noch nie überzeugender gewonnen. Ich sage dir, Roderick, so ein Schein vermag alles. Er hat ihm sogar 20.000 Pfund an der Börse eingebracht. Darf ich auch etwas dazu sagen? Aber natürlich, meine Liebe. Ich gebe zu, dass die Note eine furchtbare Kraft hat. Aber man darf deshalb nicht sagen, dass sie alles vermag. Sehen Sie, ich liebe Henry. Nur um seinetwillen. Sie hat mich sogar verlassen, als sie hörte, ich wäre reich. Und sie ist erst wiedergekommen, als sie erfuhr, dass ich wirklich arm bin. Der Schein hätte uns fast auseinandergebracht. Oh, hast du es gehört, Oliver? Aber ohne den Schein hätten sie sich niemals im Leben getroffen. Wieso? Vielleicht war es ihnen bestimmt, sich zu treffen. Es geht hier nicht um das, was hätte sein können, sondern um das, was wirklich war. Und das heißt, dass der Schein sie auseinandergebracht hat. Er vermag doch nicht alles. Ich bin nicht sicher, dass du die Wette gewonnen hast, mein lieber Oliver. Keine Ausreden, Roderick. Er hat die Note unversehrt zurückgebracht und hat nun alles, was sein Herz begehrt. Liebende streiten sich hin und wieder. Die Note hat sie auseinandergebracht. Kutscher,